Alle mal stehen bleiben. Es sind Gegner in der Nähe. Wir haben ein Sicario mit MP. Da, auf dem Steg. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Buenas, amigo. Hier ist euer Heli. Wir sollten hier irgendwo Informationen finden können. Wir kommen jetzt in eine Provinz namens Espiritu Santo. Espiritu Santo ist die Basis für Suenios religiöse Propaganda. Der Schlüssel ist eine Frau namens La Santera, eine selbsternannte Santa Muerte-Priesterin mit tausenden treuen Anhängern. Diese Hexe besitzt die Gabe, Männer mit Waffen in Fanatiker zu verwandeln. Sowas lässt mich nachts nicht schlafen. Die Narcos verehren Santa Muerte schon lange, aber viele Gläubige sind nicht vom Kartell. Das ist ein schwacher Trost. Besteht die Chance, die Fanatiker umzudrehen? Sie müssen nach Informationen suchen. Finden Sie heraus, wie man La Santera ausschaltet, um die Sicarios zu demoralisieren und das gemeine Volk dem Kartell zu entfremden. Sobald die Hexe ihre Gemeinde verloren hat, bringt sie zu mir. Bowman Ende. La Santera. Es una chica loca. Die Braut ist völlig durchgedreht. Früher war sie brav, eine gute Katholikin. Bis sie Santa Muerte fand. Die Knochenlady. Und all in ging. Wenn El Cardenal die wohltätige Seite von Santa Muerte ist, ist La Santera die hedonistische. Des Kartells perverse Version des Heiligen. El Sueño erkennt einen Star, wenn er ihn sieht. Also hat er sie verpflichtet. Predige, Mami. Was gut ist für Santa Muerte, ist gut für Santa Blanca. Er hat ihr in Espiritu Santo sogar ein Heiligtum gebaut. La Santera soll im Kartell für Loyalität sorgen. Je mehr Kartellmitglieder leisten, desto mehr bietet ihnen Santa Muerte. Santa Muerte soll dich vor Kugeln schützen? Schmuggle 200 Kilo. Du willst den Segen ewigen Wohlstands? Wirb 5 von deinen Cousins für Santa Blanca an. Du willst in den Himmel? Töte 10 Feinde. Es ist wie ein Ranking für Arschlöcher. Je mehr du für das Kartell tust, desto mehr tut die Heilige des Todes für dich. Wahre Belohnung für wahre Gläubige. Und glauben Sie mir, La Santera ist eine wahre Gläubige.
Okay, ich bin drin. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Ich sehe noch einen Tango. Hab ein drittes Ziel. Da ist ein Sicario. Neben dem Gebäude. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Okay, bin unterwegs. Noch eine bessere Position. Geh auf neue Position. Hab das Ziel. Roger, Ziel fest. Tango getroffen. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Ihr Leutnant rennt weg. Wir haben da, im Gebäude. Pinche cabrón! Está bien, me rindo! Spucks aus sein Gesicht. Hab's kapiert, Watto. Sag aber keinem, woher du es weißt. Estamos en deuda, camarada. Gracias, amigo. Gracias, camarada. Venga, hijo de puta. Wir haben sie aufgescheucht. Die Rebellen schicken ein Aufklärungskommando. Roger, ich gehe in Position. Brauche neue Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Ziel erfasst. Eröffne das Feuer auf diese Ärsche. Warum hat das so lange gedauert? Ich habe eine Karte, auf der improvisierte Kasernen im Dschungel eingezeichnet sind. Dort scheinen die Sicarios von La Santera untergebracht zu sein.
Yo, hier ist eine Waffenkiste. Das wollte ich schon immer. Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe hier drin. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Ich sehe ein zweites Ziel. Hier ist Ziel Nummer 5. Die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären.
Scharfschütze, oben auf dem Turm. Ziel gesichtet. Knapp daneben. Er will wissen, wo das herkam. Fuck, der hat's gehört. Pass gut auf, die wissen das eben. Greife an. Tango. Die sehen ein bisschen nervös aus. Greife Tangos an. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Aufwachen. Unidad im Anmarsch. Auf den Boden. Hubschrauber. Thank you.
Auto zerstört. Wir sehen uns. Da bieten sich noch ein paar Sicarios an. Da ist ein ungepanzertes Fahrzeug im Konvoi. Begleitfahrzeug zerstört. Ich sehe kaum Einwohner. Wie es aussieht, hat der Santa Muerte kurz sie vertrieben und sich hier eingenistet. Der Leutnant will abhauen. Es sind mehr Ziele für dich. Entsichert. Die Rebellen werden sich freuen. Eine Apotheke voll mit Medikamenten für sie. Achtung, eine Unidad-Patrouille nähert sich. Feind gesichtet. Auf Zivilisten. Das ist ein Zivilist! Pass gefälligst auf! Moment, ich fahre. Jim Perico in La Casa, leider einer persönlichen Tragödie, die ich euch nicht vorenthalten will. Mein Homie Bernardo wurde letzte Nacht bei einem dieser Gewaltausbrüche getötet, die unsere kleine Ecke Bolivias dieser Tage plagen. Este Way ist einer von vielen, klar. Aber Bernardo war mein Kumpel. Wir sind zusammen aus L.A. gekommen. Mit 14 habe ich seine große Schwester Beatriz flachgelegt. Er wollte Corrido-Sänger werden, ausgerechnet. Er war ein großer Fan von El Chido und so. Aber er hat seinen Platz bei Santa Blanca gefunden. Arm in Arm mit vielen von euch Plebes da draußen. Ich bitte euch nur, wenn ihr Vatos heute einen drauf macht, gebt einen kleinen Schnaps für meinen Kumpel Bernardo auf den Boden. Er war ein Karnal wie ihr, wie alle anderen Santa Blancas, die nicht mehr bei uns sind. Der nächste Song ist für Bernardo und alle anderen. Mögen Sie im nächsten Leben Berge von Kokain und Chochas finden. Hola, cabrones. It's Juan Gomez on the... Alles okay, alles okay. Das Kartell verleiht so einem Gangster eine Auszeichnung. Hier ist verzeichnet, wo der Orden ist.
Ich habe Santa Blancas Goldversteck in Espiritu Santo gefunden. Das scheint ihre Haupteinnahmequelle zu sein. Vielleicht sollte man denen mal eine Abrissbirne vorbeischicken. La Santera regiert ihre Leute mit Hilfe einer Gruppe von Sicario-Leibwächtern. Wenn sie die ausschalten, steht sie vor El Sueño und ihren Anhängern schwach da. Ich mach das. Ich bleib zurück. Der Tango könnte dich sehen. Du hättest mich fahren lassen sollen. Narko, beim Gebäude. Drohne fliegt. Schlechtes Signal, die stören die Drohne. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Da ist diese Kaserne. Die Jungs sehen aber sauer aus. La Santeras Leibgarde gehört sicher zu den Besten von Santa Blanca. Und das sind echt viele. Wem geht die Düse? Das war knapp. Der Leutnant entkommt. Geh in Position. Das nenne ich ein Kreuz. Erinnert mich an das Valle de los Caídos in Spanien, weißt du? Dieses Bürgerkriegsdenkmal. Respekt. Sueño hat beeindruckende Architekten und Ingenieure auf der Gehaltsliste. Liegt wohl auf der Pilgerroute. Das sind Unterkünfte für Pilger aus den Staaten Mexiko und Mittelamerika. Wartet, ich sehe reichlich Kartellaktivität da drüben. Vielleicht eine Art Kaserne. In dieser Gegend unterstehen sie sicher direkt La Santera. Da ist noch ein Tango. Da ist ein Tango, Zivilisten aber auch. Okay, bin unterwegs. Suche eine gute Position. Okay, Ziel markiert. Roger, Ziel markiert. Ich lege an. Die werden dich sehen, warte. Norman, wir hatten hier in Espiritu Santo gerade eine Schießerei mit ein paar Sicarios. Stecken Sie Ihre Waffen noch nicht weg. Ich lade Ihnen die Koordinaten für ein anderes Kartelllager hoch. Das hier zeigt, wo sich einer von Santa Blancas Killern herumtreibt. Der braucht wohl was hinter die Löffel. Unidad, Heli. Unten bleiben.
police were gone. Everyone had to look out for themselves. Hola. The division agent killed me. And that's it. And you know what? It literally froze our bones. Sadly, the other tapes are missing. Let me give you those coordinates again. -20.9134 latitude and -61.8180 longitude. Anyway, that was Juan, and you're listening to WMB. I'm out. Hola, Herman. Mi nombre es Rodolphe Jatt. Viele von euch kennen mich. Ich nenne viele von euch vis-à-vis. Einige vertrauen mir für eure Sorgen bezüglich des Kartellsichers. Sorgen, die viele von euch teilen. Ich respektiere die Erdmutter Nuestra Pachamama, genau wie ihr, mein ganzes Leben. Ich habe meine Kinder Respekt vor Pachamama gelegt und lehre ihn auf meinen Enkel. Pachamama muss in Harmonie mit dem Kosmos. Das war scheiße knapp. Du hast jetzt wie lange auf der Santa Muerte Pilgerreise durch Espiritu Santo? 7 Tage von 10! Perico, der Trip ist sowas von geil! So viele Goldstatuen, why? Woher denn der Sicario wie du die Zeit für Urlaub von der Ballerei, way? Vale, La Santera gibt uns Zeit zum Pilgern und ich sagte ihr, dass mi Mama krank ist und sie nannte mir die Opfer, die ich unterwegs bringen muss. Deine arme Mama, Wei. Was hat sie denn? Sie hat Krämpfe. Es ist echt übel. Meistens muss ich Tabak oder Coca opfern, manchmal auch einen Schluck Gin. Aber bei einer Statue nahe dem Heiligtum soll ich eine tote Fledermaus opfern, sagt La Santera. Abgefahren, Wei. Tieropfer finde ich etwas unheimlich, aber solange es cool für dich ist... Ich sehe einen Tango. Da stehen noch andere rum. Ziel markiert, behalte sein Umfeld im Auge. Das macht 5. Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Markiere Ziel, achte auf die Umgebung. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Moment, such eine gute Schusslinie. Roger, Ziel erfasst. Ich hab das Ziel. Bereit, auf deinen Befehl. Ich nehme die Penner unter Feuer. Ich schieße auf die Ärsche. Der Leutnant haut ab. Die wissen, dass wir hier sind. Vorsicht. Eröffne das Feuer auf diese Ärsche. Das war's. Bis zum letzten Mann gekämpft. Aufgeben gehört wohl nicht zu Ihrem Wortschatz. Ladeliste. Sieht aus, als wollte das Kartell seine abgelegenen Basen mit Nachschub versorgen. Das Flugzeug ist betankt und startklar. Die Rebellen würden das Zeug gerne in die Finger bekommen. Wir müssen es nur nehmen.